So, Freunde, es ist wieder soweit. Wir haben Mittwoch, wir haben Vault Opening, wir haben ID Reset. Wir haben jede Menge letzte Woche gemacht. Außer dem einen, PvE. Ich weiß nicht warum, irgendwie ist es bei mir momentan so gerade, weil auch letzte Woche ein Patch kam, dass das MMR im PvP jetzt wieder leicht angehoben wurde. Das heißt, die Leute sind zum Beispiel im 3 gegen 3 nicht mehr auf 2400 Rating gecapped, sondern es gibt halt schon die ersten, die so 2.6 Richtung 2.7 gehen. Und somit ist es natürlich jetzt auch möglich, den Gladiator zu farmen. Und ich bin aber noch weit davon entfernt. Ich bin noch auf dem Weg, die 2000 zu knacken. Momentan stehe ich mit dem Restodude, glaube ich, auf 1900 im 3 gegen 3. Und die anderen Charaktere muss ich so nach und nach nachziehen. Ich weiß halt noch nicht, mit welcher Konstellation, mit welchem Setup ich spielen soll. Aber darum soll es jetzt erstmal in diesem Video nicht gehen, sondern wir gucken uns an, was hat die Vault uns beschert. Und deswegen loggen wir mit unserem ersten Charakter ein. Wir haben richtig viele Kisten gefarmt. Ich habe letzte Woche angefangen, Krieger zu equippen. Der hat mit dem ich erstmal 1.6 gemacht für das Set-Piece, obwohl wir es wahrscheinlich diese Woche gar nicht hätten brauchen können. Die hätte ich mir auch von Conquest holen können, aber gratis. Einen geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. So. Ja, ich mache hier mal die erste Vault auf. Und währendbei können wir ein bisschen talken. Und zwar, eigentlich brauchen wir nichts Großes mehr außer Vault. Ich finde es aber immer witzig noch zu sehen, was denn so drin droppt. Weil wir sind eigentlich Full Gear. Full Gear. Der Cloak jetzt wäre vom Item-Level her zwar ein Upgrade, hat aber die falschen Stats, die wir tatsächlich benötigen. Eigentlich brauchen wir nur noch Sockel, weil das Gear, was jetzt... Wir sind ja full episch. So, und das Gear, was halt noch von Bloody Tokens und Trophäen ist, zum Beispiel der Rücken, der Gürtel, die Armschienen. Okay, die Armschienen habe ich von Conquest. Die werden jetzt alle nach und nach durch gecraftete Items ersetzt, weil wir dort natürlich aussuchen können, welche Werte das bekommt. Und das ist eigentlich immer ziemlich ausgeglichen. Da haben wir denn nicht 188 Tempo und 318 Vielseitigkeit, sondern bei beiden denn gleiche Werte, die sich dann irgendwo in der Mitte treffen, wohl bei, was weiß ich, 250 oder wo. Ja, oh, Socke müssen wir auch noch kaufen. Aber vielleicht nehmen wir das jetzt zum Anlass, wenn wir schon nichts zu tun haben. Beziehungsweise wenn wir schon nichts hier aus der Vault brauchen, außer Sockel. Wenn wir jetzt schon, ich glaube, auf dem Hunter, wie viel haben wir da? 3 Stück. Vielleicht ist es an der Zeit, einfach auch... Oh, da war Ruf. Ruf? Vielleicht nehmen wir das auch zum Anlass, Weekly Vault in Weekly Talk umzuwandeln. Und während ich Kisten aufmache, sammeln wir so ein bisschen. Ja? Ich habe mir jetzt so die letzten Tage so ein bisschen eine Auszeit von Twitch gegönnt, weil ich war nach Heiligabend, am ersten Weihnachtstag, war ich ziemlich im Arsch. Nicht, weil wir hier jetzt großartige Orgien mit Alkohol gefeiert haben. Nee, einfach erkältungssymptomatisch. Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen auch. Ich glaube, ich kriege eine Mittelohrentzündung. Ich weiß nicht warum, weil ich verlasse das Haus eigentlich nie. Aber vielleicht bin ich deswegen so empfindlich, wenn ich mal rausgehe. Nee, mir ging es gar nicht gut. Kopfschmerzen und so weiter. Hab ein bisschen gezockt, habe aber auch viel im Bett gelegen tatsächlich. Okay, Mastery Ring. Haben wir aber schon. Craften uns Sockel. So. Und habe gesagt, pass auf, ich mache jetzt erstmal eine Twitch-Pause. Aber das Weekly-Video, das muss auf jeden Fall kommen. Das habe ich mir vorgenommen, das ist ein Vorsatz, auch fürs nächste Jahr, da möchte ich noch ein bisschen mehr machen, ich habe da auch schon ein, zwei Ideen, aber will da noch nicht so viel drüber erzählen, weil wie das immer ist, dann spuckt man große Töne und dann setzt man das nicht um und dann ist man von sich selbst enttäuscht und die anderen dann halt auch und das will ich nicht. Ich habe ein paar Ideen, ich schaue mal, dass ich die zeitnah umsetzen kann. Gestreamt wird aber erst, denke ich mal, wenn es mich nicht spontan überkommt und ich sage, boah, ich habe richtig Bock, erst wieder ab Neujahr. Denn ab Montag, ab 1.1.2024
Wie gesagt, kann aber passieren, dass ich vorher nochmal live komme. Aber momentan ist auch so ein bisschen Content-Flaute. Ich hatte jetzt ja angefangen, letztes Wochenende noch ein bisschen RBG zu spielen. Das wurde ja auch so mit gemischten Gefühlen so ein bisschen aufgenommen, weil ich habe natürlich Gruppen gemacht und nur Leute eingeladen, die XP oder hohe XP haben diese Season und entsprechendes Gear. Und vielleicht ist das jetzt auch das Thema für diese Woche. Guck mal, das wären gute Upgrades hier gewesen. Ne? Aber wir nehmen Sockel. Wir können das ja ein bisschen zum Thema machen. Und zwar ist mir halt aufgefallen, dass viele ihre Erfahrungen aus vergangenen Expansions oder Add-ons immer eingeben, was natürlich ja auch irgendwie einen gewissen Wert hat. Aber man natürlich die Seasons untereinander irgendwie schlecht miteinander vergleichen kann. Ne? Siehe Shadowlands Season, Shadowlands, Dragonflight Season 1, wo Leute halt im Solo-Shuffle auf 3K gespielt haben, die normalerweise dann halt nicht mal 2-1 oder 2-4 hätten geknackt in der normalen Season. Da spreche ich mich ja auch zu. Ich bin immer so hart mit meinem Survival Hunter im 2v2 an 2-4 vorbeigeschlittert. Also wirklich knapp, immer so einen Win davon entfernt. Und hab dann halt auch übers Solo-Shuffle dann 2-7 und 2-6 gemacht. Auch auf Assassin's Rogue und sonst bin ich eigentlich eher so der durchschnittliche Duelist-Player auf allen Charakteren. So, hier haben wir den Sockel auch. Aber viele haben natürlich dort ihre XP aufgebaut und XP ist halt nicht gleich XP. Also ich würde mal sagen, so jeder, der Duelist schafft und PvP interessiert ist, der hat so gewisse Grundsätze, sag ich mal. Also wenn der ein Epic-Item kriegt, ne, dann hat der auch immer eine Verzauberung darauf, ne, wie man sie jetzt hier schön sehen kann. Und dann habe ich halt angefangen, RBG-Gruppen zu bauen und da kriegt man wirklich alles... Wirklich alles vorgesetzt. Gut, die Gürtelschnalle habe ich mir nicht gekauft. Das ist die eine Ausnahme, die setze ich auch nie voraus. Weil die hat, glaube ich, noch bis vor kurzem 16.000 Gold gekostet. Die liegt jetzt, glaube ich, bei 6, 7k. Mache ich aber momentan nur auf meinen Main-Chars. Aber halt so die VZs, die nicht mal 100 Gold kosten. Na, die kann man sich auch mal auf grüne Items machen. Ich meine, wofür sind die denn sonst da? Und ja, was da alles queued. Und was für Diskussionen man teilweise mit den Leuten führen muss, das hat mir eigentlich schon wieder gezeigt, so, ja, vielleicht ist das nicht der richtige Content für mich. Also ich würde es gerne machen, keine Frage, aber ich habe immer so ein bisschen Voraussetzungen an die Leute, ne? Also wenn ich sehe, da ist jemand full green equipped, hat nicht ein Setpiece, obwohl das für die Klasse halt vielleicht super wichtig ist, ja, dann kann ich den leider nicht mitnehmen, weil die ganze Gruppe den dann halt durchschleifen muss. Ne, also ich achte da schon drauf, dass halt die Leute, mit denen ich den RBG spiele, halt ein gewisses Mindestmaß an Voraussetzungen erfüllen. Sprich, die müssen nicht unbedingt Full Gear sein, aber Full Green ist schon eine Schwierigkeit. Ne, Set Pieces, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wo man wirklich Full Epic sein kann, siehe mein Resto Druid, ne? Der hat jetzt 488er Gearscore und das kann jeder von euch haben. Jeder kann diesen Gearscore haben, momentan. Deswegen, selbst wenn es 485 ist, auch noch in Ordnung. Aber dann habt bitte gerade als Heiler hier Brust- und Beinverzauberung. Das muss schon sein. Das ist echt Voraussetzung. Ne? Und dann braucht man, wenn es dann halt nicht so ist, dann brauchen dann auch keine Achievements gelinkt werden, wie viel XP man hat. Weil ich sag mal so, ein erfahrener oder ein PvP-Spieler mit einer entsprechenden Erfahrung, der legt halt auch Wert darauf, dass sein Gear anständig verzaubert ist, weil er weiß, dass in World of Warcraft PvP und auch PvE nur über Gear gewonnen werden kann. Abgesehen vom Skill und von Strategie, gerade im RBG, ist Gear halt ein sehr, sehr großer und wichtiger Faktor. Und ich würde sagen, wenn sich jetzt zum Beispiel Strategie und Skill und vielleicht noch was irgendwie im Punkt teilen und Gear wäre die andere Seite, dann würde Gear wahrscheinlich die andere Hälfte aufmachen.
Aber wo ich jetzt hier gerade bin, hier irgendwelche großen Töne zu spucken, man sieht ja auch, dass ich hier nicht labern und Sachen gleichzeitig tun kann, weil ich gerade einen Splitter gekauft habe. Einen Splitter. Anstatt einen Sockel. Und ich kann es nicht umtauschen. Reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Vergessen wir ganz schnell. Ganz, ganz schnell. So, Krieger. Mein Krieger war, ist, der war Low-Geared. Der hatte noch Season 2 Gear an. Den haben wir ein bisschen ausgestattet. Ich bin mit dem Transmog noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Ich habe dann letzte Woche nach dem vierten oder fünften Anlauf dann einfach mal den Mage Tower gemacht. Ich habe es erst als Fury probiert, weil ich auch auf dem Rogue den Mage Tower als Outlaw gemacht habe. Und das ist derselbe Boss ungefähr. Ist derselbe Boss, nicht nur ungefähr. Aber auf Outlaw fiel mir das deutlich einfacher als auf dem Fury. Deswegen habe ich die Challenge einfach als Arms gemacht, weil Arms wollen wir natürlich auch spielen jetzt am Ende. Und ja, nach dem dritten, vierten Try, wenn man die Mechanik einmal verstanden hat, dann ist man da als Arms Worry easy drin. Aber jetzt, wo ich das Set habe, gefällt mir das nicht so zu 100%. Ne? Ich hätte gerne einen Krieger T3. Das muss ich sagen. T3 auf dem Krieger wäre schon eine geile Sache. Das sieht nämlich richtig geil. Ich würde sagen, das ist für Krieger sogar eines der geilsten Transmog-Sets, die man sich holen kann momentan. Aber kostet halt Gold, ne? So wie ich, wenn ich meiner Recherche selbst trauen kann, sind das, glaube ich, 2,8 Millionen Gold, die man alleine nur für die Materialien, die man bei einem Händler kauft, also die haben festen Goldwert, glaube ich, 2000 Gold das Stück, ausgeben muss. Und dann natürlich auch noch die Sachen aus dem Auktionshaus. Oder man craftet sich die Sachen selbst, ne? Aber, wie gesagt, letzte Woche den Charakter angefangen, beziehungsweise, ja, erstmal viel Trophäen nachgeholt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch welche habe. Sieht nicht so danach aus, aber ich habe Trophäen über Ehre nachkaufen müssen. Ich habe auch die Weekly Quest gemacht, um mir die Waffe hier leisten zu können. Die habe ich letzte Woche erst gekriegt. Aber man sieht ja 486 innerhalb von einer Woche gar kein Problem. Ne? Zwei Crafted Ringe, Embellishments beide, Foreset und ja. Ist also machbar. Also, kümmert euch um eure Charaktere. Ne? Und ich will keinen sehen, der bei mir queued, der eine Halskette hat, die episch ist, ohne Sockelsteine drin. Will ich nicht sehen. So. Da haben wir das abgehakt. Ich weiß gar nicht. Habe ich noch auf anderen Charakteren gemacht? Ich sag's jetzt nochmal kurz. PvE habe ich ein bisschen... Habe ich komplett... Nicht nur ein bisschen, ich habe es komplett vernachlässigt. Die einzige PvE-Aktion, die ich gemacht habe, mit allen Chars tatsächlich, ist Antorus mythisch Transmogron zu laufen. Das mache ich eigentlich jede Woche mit allen Charakteren. Zumindest alle Charaktere, die eine Stangenwaffe transmogen können. Weil ich ja gerne die rote Sense hätte. Die blaue habe ich schon vom Endboss, aber die rote fehlt noch. So, jetzt kommen wir nochmal. Nichts gemacht auf dem DH-Tank. Ich glaube, da wird so schnell demnächst auch nichts passieren. Was haben wir hier noch? Priester, habe ich einen Priester gespielt? Entschuldigung, ist gerade runtergefallen. So, bin immer ein bisschen nervös beim Video aufnehmen. So, Priester hat auch nichts. Dann war es das eigentlich schon. Dann sind wir durch. War ja eine schnelle Nummer. Der steht ja gar nicht mehr so viel an, tatsächlich. Ja, was kann ich sagen? Wie habt ihr Heiligabend verbracht? War es bei euch schön? War es angenehm? Habt ihr Zeit mit der Familie verbracht? Was gab es zu essen? Bei uns gibt es eigentlich jedes Jahr Weihnachten immer Gänsekeulen und Gänsebrust und Rotkohlknödel. Die dürfen nicht fehlen. Schöne Soße. Mm, lecker. Und, Junge, irgendwie, ich habe mich gerade selbst von mir gecringed. Und Kroketten. Die gab es leider nicht, aber die hätte ich gerne gehabt. Aber die Knödel waren auch gut. Ja, wie war es bei euch? Ist ja jetzt schon Mittwoch. Zweiter Weihnachtstag auch vorbei. Wie habt ihr die Tage verbracht? Schreibt es mir in die Kommentare.
Und was macht ihr Silvester? Habt ihr da eine Idee? Seid ihr eigentlich noch unterwegs mit Böllern und so? Schön die D-Böller-Schinken kaufen und die Raketen und richtig abfeuern? Oder doch lieber denn Bleigießen auf Giftstoffbasis mit der Familie? I don't know, alles, was man so früher alles gemacht hat, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, was ich dieses Jahr mache. Auf jeden Fall steht hoch im Kurs eventuell Fondue. Fondue mit Freunden, ein bisschen Raketen. Und vielleicht auch Raclette. Was seid ihr für ein Typ? Raclette oder Fondue? Ich kann für meinen Teil sagen, ich bin Fondue auf jeden Fall. So, ich will auch gar nicht so lange volllabern. Eine Sache, die ich noch erwähnt habe oder erwähnen möchte, ist aufgrund dessen, dass wir so ein bisschen Content, also ich für meinen Teil habe ich so ein bisschen Content-Flaute in World of Warcraft, haben wir uns einen privaten Minecraft-Server tatsächlich erstellt. Und ich muss sagen, hier ist er. Ist noch keiner online. Ist noch früh. Aber wir haben den voll heftig voll gemoddet mit allem möglichen Krimskrams. Das ist halt... Wer hat uns hier zugebaut? Oh oh. Es ist Nacht. Auf jeden Fall haben wir hier Grafikmods hinzugefügt, dass das alles ein bisschen nicer aussieht. Und auch einen fetten Shader. Da muss man sich gleich mal das Wasser angucken. Das ist natürlich übertrieben. Nice. Sieht schon clean aus, ne? Irgendwie. Egal, das soll es auch von mir gewesen sein. Ein bisschen Spaß zum Schluss. Wie gesagt, ich glaube, da ist gerade was explodiert. Darum werde ich mich jetzt kümmern und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Habt einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis nächste Woche. Peace.